Jetzt haut alles drauf, komm, 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 komm. Hau alles drauf, hau alles drauf, hau alles drauf, hau alles drauf, komm, 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 das wird kein Stern. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans und sofort rein in die gute Stube, nämlich rein zu den getöteten Live-Clan-Kriegsreporter. Und wer wird angegriffen? Der gute alte Rotwein-Pirat wird angegriffen von Alibi von Zonnos Mami. Und mal gucken, was jetzt hier so bei rumspringt. 19% Schaden, er versucht es mit... Hä, was ist denn das? Es ist so eine Mischung aus... Es ist Go-Wii und dann ist es Go-Wii-Gi. Go-Wii-Gi, weil er mit Riesen angreift und wir wollen mal gucken, was er jetzt dabei so reißt. Oh, er hat das Radar schon. Das sieht für unseren guten Freund Rotwein-Pirat nicht gut aus. Ich zeige euch gleich den geilsten Angriff ever auf meine Base. Er war so geil. Ich muss ihn euch einfach zeigen. Nein, es werden 2 Sterne. Nein, Alibi, was machst du mit mir? Nein. Ah, nein, er macht den 2. Stern. Scheiße. Mit seinem Level 1 und Level 5 Helden und die Magier ist auch noch am Leben, aber es werden nicht mehr als 2 Sterne. Da lege ich mich jetzt mal fest. Der Magier muss kaputt. Ja, der ist kaputt. Okay, jetzt noch die Königin. Er kann beide nicht mehr zünden, er hat keine Zauber mehr. Okay, es werden 2, aber es... Ja, 2 Sterne sind auch schon scheiße, aber immerhin. Ich meine, was willst du machen? Er hat eine Max-Out-Base. Und wird von einem Rathaus 9er angegriffen. Ich meine, da kannst du nichts machen. Also von daher geht's ja noch. Von daher geht's ja noch, hat er noch ganz gut gemacht. Der Rotwein-Pirat und, so. Ah, Joni, ey. Joni, du bist auf Probe. Weiß... Ach Mann, scheiß Tastatur. Weiß der, ne? So. Der erste kann loslegen. Ja, ich zeige euch gleich mal den Angriff, den ich hier hatte, auf mich selber. wo ist er denn? Ihr, 0 Sterne hat er geholt. Wir wollen es uns gleich mal angucken. Ich habe übrigens selber auch nur 1 Stern geholt eben. Ich will aber noch meinen zweiten Angriff gleich auch unbedingt raushauen und deswegen... würde ich sagen, ja, wir können mal eben loslegen und bitte greift wer an. Ansonsten muss ich natürlich ein bisschen Cuts machen hier im Video, mal gucken, ob wir da vielleicht noch was Gutes rausschneiden. Ansonsten zeige ich euch einfach mal eben den Angriff, der auf mich abgelassen wurde mit meiner selbst kreierten, die habe ich selber gebaut. Meine selbst erstellte Rathaus 10 Clown War Base. Ist auch gar nicht mal so gut, muss man sagen. Also ich finde die Base echt gar nicht mal so gut. Ich hätte noch den oberen Turm mit der Luftabwehr hätte ich noch tauschen müssen. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Ansonsten, na gut. Er testet erstmal mit Schweinereiter meine Clanburg an. Und zu dem Zeitpunkt. Ich meine gut, Schweinereiter gegen Multi-Inferno ist eh schon mal ziemlich scheiße. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich noch, meine Base würde relativ zerstört werden. Warum habe ich das gedacht? Ich habe das gedacht, weil, ich hier oben, an der oberen Seite, wo ihr das seht, wo meine Kaserne ist, meine dunkle Kaserne. Beziehungsweise beide dunkle Kasernen. Da habe ich die Riesenbomben aufgestellt, 3 Stück. Hier unten noch welche und hier auch noch eine, an der unteren Seite, beziehungsweise der unteren linken Seite. Und ich dachte mir so, das muss er doch merken. Er muss doch merken, dass hier oben an dieser Stelle, oben rechts zum Beispiel, dass da keine Riesenbombe ist. Und hätte mir, wenn er dann die Schweinereiter gescheit setzt, dann ist die Base weg. Dann ist die Base wirklich weg. Ich spule es mal ein bisschen vor. Und da habe ich mir so gedacht, oh scheiße, das kann nicht gut gehen, und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Er hat sie immer noch nicht gesetzt, so, da hat er jetzt was hingesetzt, allerdings, ohne dass die Riesenbombe losging, weil er den zu weit nach vorne gesetzt hat, dann waren sie alle reingelaufen, die Riesenbombe, und dann hat er noch den Halszauber da oben hingesetzt, aus Versehen natürlich. Und dann haben natürlich, dadurch, dass jetzt nicht mehr so viele da waren, mein Multi-Inferno hat ganz gut reingehauen, hat den auch kaputt gemacht. Ist auch egal, wenn die auf Maximum sind. Das ist scheißegal. Ah, ich war so glücklich, dass meine selbst erstellte Base hier so was gerissen hat. Ich dachte mir so, Ich hab in der Mitte natürlich angefangen mit dem Zeugs. Hab dann außen noch dazu rumgebastelt. Ich war mir auch nicht so, ich hab da echt lange dran gesessen, die richtig zu bauen, weil ich mir einfach nicht sicher war, wie soll ich die jetzt bauen, was soll ich machen. Hab dann noch versucht, außen das ein bisschen größer zu gestalten, damit er einfach... Ja, Probleme hat, an den unteren Seiten und vor allem hier so linke, rechte Seite, untere Seite dahin zu kommen. Und oben dann halt, wie gesagt, die Riesenbomben hingepflanzt. Allerdings weiß er das ja jetzt. Also beziehungsweise derjenige, der mich jetzt als nächstes angreift, weiß jetzt ja, wo die Riesenbomben sind. Aber ich meine, gut, sie haben einen Angriff verschwendet. Und wir gucken jetzt mal den Angriff von dem alten Flo an. Von Flo. Mal gucken, der wieder da ist im Clan. Genauso wie Joni. Joni natürlich nur Joni auf Probe. Er weiß selber auch, warum. Okay, ich sehe da 2...
Zauber, die da ein bisschen komisch sitzen. Oh, bitte. Die Tesseln sind relativ weit unten. Das kann er noch schaffen. Komm, 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 Flo, du packst das Rad aus. Da ist er doch. Ah, sauber, Flo. Schönes Ding. Ich weiß aber nicht genau, war das ein Rad aus Achter? Hat der einen Achter angegriffen? Oh, bitte, Flo, du schaffst das doch. Mach noch was. Ja, er hätte leider auch nur einen Held. Der Flo, also der JSJSJS, NJWJ1. Wobei er auch schon des Öfteren selber gesagt hat, er ärgert sich selber, dass er den Namen damals gewählt hat, aber nun gut. Er war auch lange drin, ist dann wieder reingekommen in den Clan und ja. 63%, ich muss mal eben ganz kurz gucken, wen er angegriffen hat. Das ist natürlich auch noch was ich mich jetzt noch frage. Wen hat er angegriffen? Achso, hatte er den Kriegsereignisse? Alibi hat er angegriffen. Alibi ist ein Neuner, oder? Warte mal, spielen. Aber er hatte keine Königin. Ah, doch, er hatte die Königin. Okay, die Königin war da außen. Okay, dann, Entschuldigung, Flo. Habe ich mich vertan? Mein Fehler. So, der Nächste, bitte. Der Nächste. Ja, los. Oh. Angriff auf Juni, Angriff auf Juni. Juni ist dabei? Wusste ich gar nicht. Na gut, Juni, jetzt kannst du erstmal zeitig zu beweisen auch schon relativ viele Mauern hoch, muss man sagen. Muss man auch sagen, oh, da lockt er die Clanburg raus. Ich bin gespannt. Ja, eigentlich finde ich die Base gar nicht mal schlecht, weil du einfach mit dem Sprungzauber rein theoretisch nicht bis zum Rathaus kommen müsstest. Also wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Ich schreibe jetzt mal eben ganz kurz. Gucke gerade. Ach man. Von Juni noch. So, damit keiner sofort angreift. So, die kommen dahin. Ah, wunderbar, hat nicht geklappt. Er hat die Mauer nicht kaputt gemacht. Doch eine Mauer hat er kaputt gemacht. Komm, der ist gleich kaputt. Der ist doch gleich kaputt, der Golem. Los, mach ihn kaputt. Okay, der ist kaputt. Zumindest ist er jetzt geteilt. Kommt der Päcker hinterher. Ach komm. Das schaffst du doch zu verteidigen. Von SSS. Ah, der Gegner ist echt nicht schlecht, muss man sagen. Wir haben eigentlich die letzten Zeit nie welche erwischt. Ah, okay, der Golem hat zerrissen, beziehungsweise weggeflogen. Durch Tellereisen. Ach komm. Wo hat er denn die Tesseln hingestellt? Die müssen in der Mitte sein. Ja, Tesla greift an. Komm. Röste den Päcker, das ist deine Aufgabe. Sind leider nicht ganz so hoch, aber egal. Heilzauber. Okay, komm, röste den Päcker doch. Die Riesenbombe war natürlich göttlich in der Mitte. Komm. Päcker ist gleich kaputt. Ja. Komm, jetzt Päcker ist kaputt. So, Königin ist noch außen am Werken. Es sieht ganz gut aus. Es sieht echt gut aus. Ja, das sieht gut aus. Hat er noch die Königin? Ja, das wird maximal ein Stern werden. Maximal ein Stern. Komm, er läuft in die Riesenbombe. Das ist natürlich jetzt die Scheiße, aber die Päckers sind so ultramächtig, aber sie sind auch schon etwas angeschlagen. Jetzt haut alles drauf. Komm. Hau alles drauf. Komm. Das wird kein Stern. Mit vereinter Kraft hier. Alles drauf. Na, ein Stern, Scheiße. Nein. Er hätte es so verdient gehabt. Ja, das tut mir jetzt leid. Das war ja wirklich knapp. Ah, schade. Schade. Das war doch wirklich knapp. Ah, noch so knapp. Ah, Mann. Ja, die sind nicht gut momentan drauf. Also 5 Angriffe, 6 Sterne, es sieht noch gar nicht mal so schlecht aus. So. Der Nächste kann. Ich möchte eigentlich gerne die 3 angreifen. Ich hatte eigentlich vor, den Dritten mit Lava Lunion anzugreifen. Und es werden sich wieder einige fragen, warum. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das vorhatte, hatte er noch alle 3 X-Bögen auf Boden. Das wäre natürlich perfekt gewesen, weil die Luftabwehr auch scheiße ist. Das wäre wirklich geil gewesen und dann hat er es noch umgestellt. Ja, jetzt muss ich gleich überlegen, von welcher Seite ich angreife mit meinem Go-Wee-Wee. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das mache. Aber wir wollen mal gucken, dass wir vielleicht jetzt noch erstmal 1-2 Angriffe noch zeigen können hier von Lloyds aus meinem Clan. Okay, 2 Minuten sagt der gut Juli, deswegen würde ich sagen, wir machen einen kleinen Cut. Warten mal, bis der Juli fertig ist mit seinen Trupsgießen. Ja, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind wieder live drauf. Zwar wollte ich jetzt eigentlich nur eine Pause machen, die 2 Minuten. Gucken wir mal ganz schnell eben noch den Angriff von Ofluimam an. Auf den Flo. Ich bin gespannt. Oh, bitte, röstet. Okay, gut. Die Mauerbrecher sind geröstet, das ist schon mal sehr gut. Außen, Hexen, ey. Ah, Hexen sind immer so OP.
Hexen sind echt OP, muss man sagen. Ja, das Dorf von Flo ist echt schon ganz gut. Er hat schon angefangen mit 9er Mauern. War längere Zeit inaktiv, der gute Flo. War auch relativ weit vor mir irgendwann. Ja, was heißt relativ weit? Ein Stückchen. Ah, genau. Macht die Hexen kaputt. So muss das. Jawohl. Das wird. Ich kann es jetzt schon sagen, Leute. Ich kann es jetzt schon sagen. Es werden keine 2 Sterne. Es wird nicht mal 1 Stern. Ich lege mich fest. Oh, wobei, er hat noch einen Zauber. Okay, Heilzauber da geholt. Nein, 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 nein. Das werden keine 2 Sterne. Es wird auch kein. Ah, er macht jetzt den X-Bogen kaputt. Der Magier. Ne, macht er nicht. Er geht auf die Königin. Er geht auf die Königin. Das war natürlich Luck. Oh. Auch kaputt. Es wird kein Stern. Ich hab's gesagt. Es wird kein Stern. Jawohl. Sauber. Flo verteidigt sich. Lawolski. So muss das doch sein. Boah, ich liebe Live-Angriff. Das können wir viel öfter machen. Ohne Scheiß. Das müsste ich eigentlich bei jedem Clan machen. Muss halt immer mit der Zeit. Man muss halt immer im Clan eine Zeit ausmachen. Jetzt haben wir uns den Startzeitpunkt. Quasi 22 Uhr haben wir uns ausgedacht. Dass ich dann da Live-Angriffe mache, hab dann gesagt, zeitlich geht's bei mir nicht, geht nur 23 Uhr. Dann haben sie sich jetzt natürlich 2 Leute gesagt, komm, dann greife ich dann da an und ja, das ist ganz gut. Der Kira ist ja nicht da. Der Kira ist in diesem kleinen Krieg nicht dabei, von daher, er versucht ja immer so ein bisschen heimlich anzugreifen. Und ja, gut, naja, natürlich auch dann, wer nicht unbedingt gezeigt werden will, will ich dann auch nicht zeigen, weil sollte natürlich auch dann das Recht von jedem sein, nicht auf YouTube zu erscheinen, wenn er das nicht möchte. Von daher würde ich sagen, wir gucken jetzt mal. So, bist RDY. Frage ich euch, bist du bereit einzugreifen? 10 Angriff, 14 Sterne. 6 Angriffe, 6 Sterne. Der Gegner, das ist doch was. Ja, dann, dann GL. Nee, dann GL und so, dann hauen sie rein, Kollege.